Hallo Freunde der gepflegten Haarkultur. Heute geht es um Bartrim. Und zwar geht es um meinen Bart hier. Den habe ich jetzt eine ganze Weile wachsen lassen. Jetzt hat das mal wieder richtig nötig. Dank meiner Föhntechnik sah mein Bart jetzt in letzter Zeit auch nicht ganz so dünn aus wie sonst immer, wenn ich ihn wieder etwas wachsen habe lassen. Und das verlinke ich dir hier oben in der Infokarte. Nun, welche Utensilien benutze ich, um meinen Bart zu trimmen? Wir nutzen natürlich einen Trimmer, eventuell eine Schere. Dann nehmen wir hier so einen Bartglätter, damit wir auch wirklich die zu langen Haare identifizieren können. Und dann kommt noch ein neues Werkzeug hinzu. Und zwar vom Sponsor dieses Videos, Lipfies Barbershop. Dieser kompakte Dreifachspiegel zum Aufhängen. Wow. Hui. Wow. Hui. Der hat folgende coole Eigenschaften. Er hat drei Spiegelelemente. 1, 2, 3. Zusätzlich zu den drei Spiegelelementen hat er auch hier so Hänger. Aufhänger, so Haken. Mit solchen Zylinderstäben. Und damit kann man sich das ganz easy an eine Tür hängen. Irgendwas, wo man die Rückseite dann auch abstützen kann, damit das schön gerade hängt, einigermaßen, so dass die Teile, also die Außenteile des Spiegels nicht so flattern, nach hinten klappen oder zuklappen, damit die einfach da bleiben, wie man sie einstellt. Die Verarbeitung ist so mittel, aber die Funktion, die ist hammermäßig, denn mit dem Spiegel hier kann ich hier hinten an den Bart hinschauen und da mich rasieren mit meinem Trimmer oder auch mit meinem Rasiermesser, ohne dass ich das Ganze spiegelverkehrt sehe. Also ich nicht weiß, wie ich das hier mit der Hand machen soll und das rasieren kann. Und ohne, dass ich mir hier einen extra Spiegel hinhalten muss. Jetzt gleich ein kleiner Zusammenschnitt, wie ich mir den Bart schneide. Und bist du auch an sowas hier interessiert, dann schau unten in der Beschreibung. Mit max 10 bekommt ihr 10% auf den Preis dieses schicken Spiegels, der 89,95 normalerweise kostet und davon eben dann die 10% Rabatt abgezogen werden. Aber nun ab ins Bad. Puh, das war jetzt heiß im Bad. Hier seht ihr auf jeden Fall jetzt das Ergebnis dieses Trimmvorgangs. Ich finde es sehr gut gelungen und jetzt noch positive und einige negative Eigenschaften dieses Produktes, denn ich will zwar das Produkt hier vorstellen und dafür auch ein bisschen Werbung machen, weil es an sich eine coole Idee ist, aber jetzt eben Vor- und Nachteile. Und zwar Vorteile, wir haben hier so eine Dreifachspiegelung, wodurch du eben Stellen wie hier hinten die Halslinie oder wenn du dir deine eigenen Haare schneidest, auch hier hinten den Hinterkopf eben sichtbar ist, ohne dass es irgendwie spiegelverkehrt ist
und du Probleme hättest, irgendwie zu managen, ja, wie halte ich jetzt den Trimmer, wie ist das jetzt richtig? Weil wenn es spiegelverkehrt ist, ist es ja meistens noch ein bisschen schwieriger, wirklich die richtigen Stellen und den Trimmer richtig in die richtige Richtung zu drehen. Und das ist hier echt cool gelöst. Dann kannst du das Ganze auch fast überall hinhängen und bist damit auch extrem flexibel, kannst in jedem Raum und in, ja, überall, wo es was zum Aufhängen gibt, dir die Haare oder den Bart richtig exakt schneiden. Und jetzt noch ein paar negative Sachen. Nummer 1. Du brauchst eine Stütze für hinten dran. Was heißt, du solltest das Ganze an der Tür befestigen, an einem Schrank befestigen oder sonstiges, weil wenn das Ganze sich dann ausbalanciert, wenn die Spiegel eben geöffnet sind, dann hängt der Spiegel nicht mehr gerade herunter. Als nächstes kleines Problem habe ich erkannt, dass hier diese Spiegelseiten nicht fest sind. Was heißt, die rasten nirgendwo ein, die wackeln einfach herum. Was heißt, wenn man da hinkommt, dann muss man die erst wieder ausrichten, dann kann man weiter trimmen. Dann haben wir ja hier die Zylinderstäbe. Bei denen bin ich mir nicht ganz sicher, wie gut die in Zukunft eben halten werden, weil ich das Gefühl hatte, hier der linke ist teilweise schon ein bisschen locker, sodass hier der oberste Zylinder relativ leicht rausrutscht und damit die Position des Spiegels verändert. Solltest du dir so einen Spiegel hier zulegen, dann passt darauf gut auf, denn die Scheiben verkratzen extrem schnell. Ich habe es mit Zebra probiert und mit einem Lappen und jeweils sind einige Kratzer mit reingekommen, egal ob mit drehenden Bewegungen, trocken oder mit feuchten Lappen. Und als letzter, wichtigster Punkt bei den negativen Sachen, wo ich hier auf jeden Fall auflisten möchte, das ist, dass die dritte Spiegelinstanz, also wenn du einmal, zweimal und das dritte Mal gespiegelt dich siehst, dann wird das Ganze sehr unscharf. Was heißt, wenn du dein Bart trimmen möchtest, musst du dich teilweise in anderen Spiegeln vergewissern, dass du auch wirklich die richtigen Haare abtrennst und besonders so einzelne herausstehende Haare, die erkennt man sehr schlecht. Was heißt, man schaut als erstes in den einen Spiegel, dann in den anderen Spiegel, um dann auch wirklich die richtigen Haare abtrennen zu können. Und jetzt noch ein kleines Fazit zu diesem schicken kleinen Dreifachspiegel. Würde ich mir das Ganze zulegen? Ja, wahrscheinlich schon. Würde hier die Spiegelqualität noch ein bisschen höher sein? Oder würde ich nur zwei Spiegelinstanzen brauchen? Dann wäre auf jeden Fall der Spiegel an sich super. Dann ist die Frage, wie lang halten hier diese Stäbe tatsächlich, wenn das einigermaßen lang hält. Ich habe das ja jetzt das erste Mal wirklich aufgehängt und benutzt. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall sehr nice. Für 89 Euro minus 10%, also ihr spart euch da 9 Euro im Grunde bei denen im Shop. Ja, kann man sich das auf jeden Fall zulegen, besonders wenn man Wert darauf legt, dass man seinen eigenen Bart trimmen kann und eventuell, wenn du dir die Haare schneiden möchtest. So, Freunde der gepflegten Haarkultur, wenn ihr den Content hier hilfreich findet und mehr sehen möchtet, dann klickt doch hier gerne auf Abonnieren und die kleine Glocke, damit ihr auch Benachrichtigungen bekommt, wenn fresh, nicer, frischer Content zu euch aufs Handy geliefert werden soll. Und hier findet ihr noch ein, zwei interessante Videos. Also vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und tschüssi!